Sie sind ein kleines Kürbisparadies in der Nordheide. Die Felder von Landwirt Jens-Peter Harms. Genau genommen hat der Bauer es aber auf das Innere der Kürbisse abgesehen, auf die Kerne. Ich habe irgendwann mal mit dem Bäcker darüber gefachsimpelt, was ich denn für den produzieren könnte, ne, was hier keiner macht. Und Kürbisse, Speisekürbisse, Hokkaido oder solche, die kriegen Sie an jeder Ecke. Und hier in Norddeutschland sind wir tatsächlich nach meiner Kenntnis die einzigen, die Bio-Kürbiskerne vermarkten. Und das ist natürlich was Neues. Seit mittlerweile 3 Jahren produziert der 41-Jährige die Kerne made in Niedersachsen. Dabei setzt er auf eine spezielle Kürbissorte, Inka. Die ist relativ früh reif. Es gibt in der Steiermark oder weiter südlich noch andere Sorten, die dort auch angebaut werden. Die brauchen aber mehr Sonne und mehr Wärme und sind deswegen für Norddeutschland nicht so geeignet. Unterstützung bekommt der Biolandwirt bei der Ernte der 12 Hektar von schwerem Gerät. Die Maschine, die nimmt mit einer Stachelwalze die Kürbisse auf. Also die werden aufgepiekt sozusagen, nach oben befördert. Und dann fallen die in den sogenannten Brecher hinein, der die Kürbisse zertrümmert. Und anschließend wird an einem Putzrotor, da wird der Kürbiskern rausgereinigt aus dieser Masse. Die Reste wie die Schale bleiben auf dem Feld zurück, denn das Fruchtfleisch eignet sich nicht zum Verzehr. Stattdessen dient es als Dünger für den Boden. Der Ertrag der diesjährigen Ernte ist durchschnittlich. Es ist deutlich zu kalt gewesen im Frühjahr und der Kürbis mag es warm. Wir haben ausgesät, danach war noch so eine Kältephase und das mochte er nicht gerne. Einen Teil seiner Kürbiskerne vermarktet Jens-Peter an Bäcker in der Region. Ein anderer Teil wird zu Kürbiskernöl. Demnächst will er das hier in Hamburg bei Dennis Bergmann pressen lassen. Diese Schnecke führt die Kürbiskerne dann nach vorne. Ja, hier sehen wir eben schon das schöne kaltgepresste Öl. Und das fangen wir eben dann hier in diesen Edelstahlbehältern auf. Dann greif gerne mal zu, nimm dir gerne mal einen Löffel. Ja, danke. Und dann kannst du das gerne mal da drunter halten und probieren. Ja, super Geschmack. Fruchtig, frisch. Ja, sehr gut. Der Kürbiskern in flüssiger Form. Ja, sehr schön. Ausgezeichnet. Klasse. Kürbiskernöl gibt es auch jetzt schon in Jens-Peters Hofladen zu kaufen. Es stammt von einer Ölmühle bei Verden. Der Fachmann weiß natürlich, wie man das Öl am besten genießt. Das Kräftige am liebsten auf Vanilleeis. Das ist ein richtiger Geheimtipp, das schmeckt super. Und das Milde also als Salatöl ist das super. Jens-Peter Harms möchte seinen Kürbisanbau in Zukunft weiter ausbauen und er hofft auf viele Liebhaber, die Kürbiskerne und das Öl aus Niedersachsen zu schätzen wissen. Noch mehr Videos aus Niedersachsen und Bremen findet ihr hier auf unserem RTL Nord YouTube-Kanal. Am besten direkt abonnieren.